Herzlich willkommen zur 64. Folge Pyramidon mit dir, Felix. Guten Tag. Guten Tag. Hast du dich schon ausgeruht? Sowieso immer. Okay. Dann ist ja schön. Kriegen wir eigentlich irgendwann nochmal Alternativrezepte für Flaschen? Die dann vielleicht kein Glas brauchen? Ob die kein Glas brauchen, weiß ich nicht. Ich würde aber gerne, dass die kein Glas mehr brauchen. Also es gibt auf jeden Fall halt irgendwann später das eine Rezept mit dem Quantencomputer, wo du halt 5 von 7 Paketen auf einmal herstellen kannst, so. Aber es gibt bei den roten Flaschen, sonst wenn du die alleine herstellen willst, nur das Rezept VVKE-Substrat und Glasbehältnisse. Und die einzigen Rezepte für Glasbehältnisse sind mit Holz, Molten Glas und dann halt noch später, wie wir es jetzt aktuell haben, mit heißer Luft auf 3 Behältnisse hoch. Holz ist ja klar, wie wir es herstellen. Und Molten Glas gibt es halt dann noch einige effizientere Rezepte. Aktuell haben wir 6 Quarz Aurea in die Glassworks rein und bekommen 10 Molten Glas raus. Später gibt es dann, jetzt wenn wir die Forschung später durch haben, mit aus 2 zerkleinerten Quarz kommen 30 raus. Das heißt, es ist fast doppelt so viel, wenn nicht sogar dreimal so viel, was da rauskommt. Gut, da brauchen wir jetzt hier noch die Gummiforschung und die andere Forschung, war das, ne? Und die Quarzprocessing-Forschung, ja. Dann ganz später mit Quarzprocessing 2 gibt es noch mehr. Da kannst du aus 20 purem Sand 3 Purified Quarz und 2 Sodium Carbonat und 1500 Molten Glas herstellen. Oh, Alter, das hört sich geil an. Kannst du es vorstellen? Dann gibt's mit Quarz Processing 3 aus einem Brennstab MK1, einem Sodiumcarbonat und 100 High Grade Quarz Pulp 1800 Molten Glas. Dann gibt's noch einen Brennstab MK1, ein High Grade Quarz und Sodiumcarbonat 650 Molten Glas. Und sonst kannst du es halt noch ein Fass füllen. Okay. So, dann macht ihr das hier mal weg. Wollte ich jetzt hier holen? Ach, das wollte ich holen. Herr Zockt, wir haben so ein Problem. Wir müssen mal ein paar mehr Leiterplatten verbrauchen. Leiterplatten? Wieso? Sind die voll oder was? Ja, ich stehe bis zur Maschine. Wo ist die Maschine? Und ich. Da oben. Okay. Da. Ich habe jetzt gerade da mal so 400 rausgenommen, aber die Kiste war bis gerade eben voll. Okay. Ja, okay. Doch, ja, war eine gute Entscheidung, das zu bauen. Ja, definitiv. So, dann gib mir mal die ganzen Glasbehältnisse hier, weil die brauchen wir jetzt ja nicht mehr hier oben. Doch, da kommt noch Favoga E raus. Vier.
4, 20, ne, brauchst du noch? Ne. Brauchst du nicht mehr. Ja, damit. Glasbehältnisse her. Sollten wir anfangen, wenn wir Rohrleitungen abstellen, die mal konsequenter abzubauen? Ja, das kann ich auch sagen. So, könntet ihr jetzt mal hier bitte aufhören zu forschen? Hast du etwas schon fertig aufgebaut da hinten, oder wie? Ich bin da drin fertig. Eieiei. Deswegen wäre das jetzt halt nicht schlecht, wenn ich jetzt mal so langsam aber sicher jetzt hier die Geräte da hochbekomme. So, kommt Strom hier ran. Damit die Forschung hier weiterlaufen kann. Auch wenn es jetzt erstmal nur so ein kleines bisschen Forschung ist. Kannst du mal nachgucken, was wir vorher für Forschungspakete an Rote verbraucht haben? Sofort machen, ja. Wir hatten einen Verbrauch von 67,2 pro Minute. Und wir haben jetzt dahin ist, wo er hin kann. Aktuell ist er bei 21, aber er steigt ja jetzt immer mehr. Also 100 sollten es eigentlich schon sein. Obwohl, ne, eigentlich nicht. 200. Na gut, 200 schaffen wir mit dem Gas nicht, aber na doch, 100. Könnte ja durchaus möglich sein, dass wir dann gleich sogar noch unter Umständen ein paar Labore bauen können. Das wäre natürlich der Optimalfall.
Egal, wenn das Ding jetzt hier mehr macht als 67 pro Minute, dann sind wir auf jeden Fall schon mal besser. Forschung läuft schneller. Das wäre grundsätzlich schon mal ein Vorteil. Optimalfall wäre es auf jeden Fall doppelt so schnell. Also doppelt so schnell ist das Ziel. Dann fummel ich halt dann noch ein bisschen am Glas rum, wenn es nicht auch doppelt so schnell gehen kann. Immer diese Herzogs, die an Sachen rumfummeln wollen, ey, ganz schlimm mit dem. So, was anders fehlt es jetzt hier? Lass mich raten. Glasbehältnissen. Und Wasser. Ja, Glas und Wasser. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal hier so ein paar. So ein Pumpjack. Hä, wo kommt denn jetzt das Eisen hierher? Es ist Asche. Kann ich mir nicht erklären, wo das herkommt. Okay. Für was machst du das? Dass da hinten mehr Aluminium kommen kann. Jetzt bin ich aber schon wieder raus. Ich wollte. Was wollte ich machen? Ich brauchte jetzt irgendwas. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Ach, Pumpjacks. Bing. Na, komm, Bing. Das wollen wir ja nicht. Okay. Ich habe mal keine Lust zu bingen. Na dann. So, Pumpgejack. Dieser Stahl. Oh, Leiterplatten. Ich brauche mal neue Leiterplatten. So, du sagtest 300 machen die, ne? Er macht 300. Die Pumpjacks. Dann muss ich mal gucken. Ah, ich denke mal, mit 3000 sollten wir hinkommen. Jetzt laufe ich Eventuell, rüber, ja. jetzt laufe ich rüber, platziere die Dinger und dann heißt es auf einmal, ne, so wie ihr euch das vorgestellt habt, so funktioniert das nicht. Dann kann ich sagen, ha, ich habe mir zum Glück nichts vorgestellt, Glück gehabt. So, Forschungspakete pro Minute.
90. Was? Nur 90? Uff. Schön, oder nicht? Muss ganz ehrlich sagen, ich dachte eigentlich, das wird mehr. Wo sind jetzt die Punktschachte? Ach, du ahnst es nicht. Toll. Wasser. Teer. Rohöl. Erdgas. Ja, toll. Die Dinger sind doch leicht größer, als ich gedacht habe. So wie immer, also. So, und du sagtest jetzt, sie brauchen Ausgang voll. Ausgang voll. 300 Wasser pro Sekunde. Ja, oder okay. Glaube, dein Wasser reicht da nicht so hundertprozentig, oder? Oder hast du gerade die Pumpjacks gesetzt? Ich habe gerade die Pumpjacks gesetzt. Ich muss jetzt mal ganz kurz abwarten. Ich glaube, deine Rohrkapazität ist zu schlecht. Wenn ich mir das so angucke. Ich glaube, du darfst die aufteilen, oder? Ja, ich merke das schon irgendwie. Ist das nicht so das Optimale? Ey, wir sind bei 66%. Hey, wir sind erst bei 66%. Forschungsfaktor ist viel zu hoch. Zumindest für den Anfang. So, der da. Bist du da noch am Rumgucken von dem? Beim Wasser? Wenn nicht, aber ich kann gucken. So, jetzt müsste es deutlich besser sein, oder? Nee, Pilze werden nicht mehr ausgegeben. Was für eine Pilze? Die Favo gar eh. Ja, interessiert mich nicht. Das liegt daran, dass nicht genug Dings hier da sind. Hier, wie heißen die Dinger da? Wasserflaschen hätte ich jetzt fast gesagt. Okay, das liegt wohl eher daran, dass eventuell sämtliche roten Maschinen vollgelaufen sind. Eventuell auch das, ja. Okay, dann nochmal neue mehr Forschungslabore. Dann sind wir jetzt im Schnitt bei 87. Hat ein Glück kommt für 5000 Flaschen mit den nächsten Paketen zusammen dann eine Forschungslabor-Tempo-Speed-Forschung. Ja gut, ob man die braucht, ist eine andere Sache.
Für was hatten wir Code Processing drin? Für mehrere Gründe. Das war für das, ne? Na, einmal halt für die heiße Luft, dass wir einen unendlichen Kreislauf haben, ohne Ziegelsteine zu verbrauchen. Und dann halt, dass wir einfacher aus Kohle Koks machen können, in einem effizienteren Schritt sozusagen. Weil du Was ist da das denn aus 5 alles? Kohle 4 Koks machst. Gummi. Weil wir ja immer sonst ein Koksproblem hatten und Kohle bekam man ja relativ einfach aus Holz. Alter, wo kriegen wir Industrieruß her? Teer heißt Luftvakuum. Haha. Oder Rohöl heißt Luftvakuum. Aber kannst du jetzt einfach hier so mir nichts, dir nichts. Du kannst überall einfach unendlich Rohöl pumpen, ne? Nein, kannst du nicht. Du musst ja mal gucken, was er als Input braucht. Der braucht diese reine Flüssigkeit da, diese, Drilling Fluid. ja. Und die stellst du aus Rohöl dann her. Du brauchst es nur einmal so anwerfen. Alter, die da. Du stellst Drilling Fluid aus Sand, Sediment, Lehm und Wasser her und nicht aus Rohöl, aber gut. Das kannst du daraus aber auch herstellen, oder nicht? Wo ist jetzt das Nee, du kannst Forschungstempo? Rohöl aus Drilling Fluid herstellen. Wo ist Forschungstempo? Bei den nächsten Paketen, bei den anderen, bei den Logistik mit dabei. Ich überlege gerade, soll ich noch mehr Dings bauen? Noch mehr Labore bauen? Aber eigentlich, das ist jetzt einfach nur voll gelaufen. Ich glaube nicht, dass dann unser Glas dafür reichen wird. Ich würde sie so lassen, wie es ist. Es ist ja auch eine der längsten Forschungen mit 45 Sekunden. Die zwei danach sind zwar auch noch 45, aber dann kommt ja beim Militär schon eine 15 Sekunden Forschung. Die beiden Munitionsteile da sind ja 30 Sekunden Forschung. Wo kommt denn jetzt überhaupt dann deine Forschungsflaschen dann raus? Meine Forschungsflaschen kamen daraus, wo die alte Anlage war. Das war das Fließband. Das Fließband, okay. Also der Untergrund da. Dann wollen wir doch das Ding gleich mal anschließen hier, wa? Damit wir dann auch gleich loslegen können. Sobald dann Gummi in Massen da ist, was ich nicht glaube im Moment. Gummi ist gar nicht mal so teuer eigentlich. Oh, kostenlose Untergrundbänder. Kennst du diese Leute, die sich im Kopf immer sagen, Sand, Sand, aber man es auch genauso gut Sand aussprechen könnte im Kopf und so eintippen könnte, weil es keinen Unterschied macht? Nein, das eine wird mit A geschrieben, das andere wird mit Ä geschrieben. Klar. So, komm, jetzt sag mir hier einen vernünftigen durchschnittlichen Verbrauch. 100 pro Minute, okay. Minimumziel ist erreicht. Aber es geht noch. Na gut. 100 schaffen halt unsere Labore. Da muss noch ein Dings hin. Ein Radar. Ach so, und wie sieht das aus mit Umweltverschmutzung? Nicht, dass die uns da oben jetzt wegläuft. Ah, da muss ich drauf achten. Weil das Kannst ja wäre. mehr Moondrops da oben hinsetzen, wollen es ja eh machen wegen Methan. Naja, aber da muss ich halt aufpassen, dass das nicht wegläuft da oben. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, Favoga ist so leicht viel.
Kiste voll, Kiste voll, Kiste voll. Oh, nee, keine Kiste voll. Ich hab mal eben kurz einen Teppich hier ausgelegt. Ich habe das gleiche gemacht wie du. Und macht Spaß? Ist witzig. Ja, fand ich auch. Bis man merkt, dass man es dann auch wieder auch selber aufheben darf. Ja gut, das ist halt der Pro-Tipp dann. Ich will mal gucken. Was hast du für einen Teppich da hingelegt? Ach guck mal, du hast sogar noch Leiterplatten. Was baust du denn oder was hast du denn gerade versucht zu bauen? Ich wollte das Rezept halt abbrechen, dass nicht 1000 Maschinen von dem einen jetzt gebaut werden, aber ja, war dann wohl egal. Ja, wir brauchen auf alle Fälle Sachen mehr. Ja. Die kriegen ja hier schon ordentlich was rein. Aber es ist ja trotzdem noch bei weitem nicht genug. Was ist das denn hier? Doch hier eine Ethin. Für was hat man denn Ethin verbraucht? Kannst du da noch mal so zwei, drei Kisten hinsetzen? Oder die Kiste einfach mal entgrenzen? Oder mach hier noch mal eine zweite Kiste hin. Oder vielleicht auch eine dritte Kiste oder so. Ich glaube, Munition kann man nicht mehr als genug haben. Oh, dann kann ich ja wenigstens meine Munition aus dem Inventar mal rauswerfen, dann habe ich wenigstens wieder Inventarplatz. Ja, ich habe komisch was auch noch 500 Munition drin. Ich hatte 1000 irgendwas drin. Na gut, wenn ich mit meinen Waffen noch dazu zähle, ja, komm ich auch so auf 1000. So, dann können die mich mal. Ach, na, da sind auch gerade mal zwei Erzfederatzen leer gelaufen, ey, das ist Wahnsinn. Obwohl, nee, du bist einfach nur Ausrufezeichen. Mangel an Flüssigkeit. Wieso Mangel an Flüssigkeit? Warum nicht? Keine abbaubaren Ressourcen, oder ist da noch irgendwas anderes um da? Nö. Egal, so, wo waren jetzt das Ethin? Nein, Ethin war weiter hier. Genau, dann verbrauchst du mehr von dem Zeug, du verbrauchst mehr von dem Zeug, du kannst dann mehr davon verbrauchen, ihr könnt dann das da nicht mal weitermachen. Und dann kann das da wieder ein bisschen mehr laufen, dann kann das ein bisschen mehr laufen, dann kriegen wir mehr Kohle, das können wir Gas machen. Okay, gut, dann kommt natürlich jetzt gleich wieder eine ganze Menge an Eisenoxid da unten an. Ha. Komischerweise, warum haben wir jetzt eigentlich die ganze Zeit so viel Koks? Verbrauchen wir nicht genug Strom? Wo ist denn das? Das sind 78.000. Du bist Synthesegas, bist fast voll. Gut. Okay, anscheinend. Ja, alles vollgelaufen. Perfekt. Wunderbar. Gut, dann würde ich aber sagen, hauen Sie drin. Bis zum nächsten Mal. Und ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht es sogar schaffen, nicht in der nächsten Folge, aber in der übernächsten Folge
das Gummi durchzukriegen. Nee, ich denke mal in der nächsten Folge. Wir lassen es dann vor der nächsten Aufnahmesession einfach mal so nochmal um 20% laufen und dann soll das durch sein. Dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.